könnte ich mir in Fallout 3 eigentlich sparen. Das zu erklären, müsste ich eigentlich erst in Fallout 4 machen. Habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Halt! Keinen einzigen Schritt weiter, sonst werden wir Ihnen Ihren verdammten Schädel vom Hals pusten. Hey, immer langsam. Ich bin ein Freund. Sie sind groß und ich habe keine großen Freunde. Sie gehen besser wieder da raus, wo Sie reingekommen sind. Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin MacCready. Ich bin der Chef in Little Lamplight, weil ich der Bürgermeister bin. Und ich mag keine Fremden. Und keine Mungos. Mungos? Ich muss unbedingt zur Vault 87. Kennst du den Weg? Da würde ich nicht hinwollen. Da wohnen nämlich die Monster. Wir wissen mittlerweile, wie wir sie uns vom Hals halten können. Wahrscheinlich besser als sie. Monster? Welche Monster? Die großen Monster da. Die, die irgendwie wie Menschen aussehen, aber wo irgendwie nichts zusammenstimmt. Dann kennst du den Weg dorthin? Ja, ich kenne den Weg. Er führt durch Little Lamplight und sie können nicht durch Little Lamplight. Suchen Sie sich einen anderen Weg, Mungo. Was ist das für ein Ort? Das ist Little Lamplight. Wir wohnen hier und wir haben keine Lust, uns das von Mungos kaputt machen zu lassen. Also verschwinden Sie. Okay, erzähl mir mehr von Little Lamplight. Warum sollte ich Ihnen was erzählen? Gott, sind Sie bekloppt! Hey. Mal ganz ruhig bleiben. So, darf ich reinkommen? Sie kommen hier ganz bestimmt nicht rein. Kein Zutritt für Mungos. So, man kann jetzt eine komplette Quest überspringen, entweder mit dem Sprachdingens oder Kind im Herzen, Perk. Weißt du was? Deine Visage sieht aus wie mein Hintern. Aber das will ich nicht. Ich will die Quest machen. Was ist ein Mungo? Sie sind ein Mungo, Mungo. Ihr großen Leute, ihr seid lang und tollpatschig. Wir wollen mit euch Mungos nichts zu tun haben. Okay. Wie kann ich dich dazu bringen, mir zu vertrauen? Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich habe keinen Grund dazu. Mit euch Mungos hat man nur Scherereien. Ich werde nicht zulassen, dass das, was mit Sammy passiert ist, noch anderen passiert. Wieso? Was ist mit Sammy und Skrill passiert? Skrill hat er doch gar nicht erwähnt. Die beiden und Penny haben sich schnappen lassen. Von Mungos wie ihn. Das waren Sklavenhändler aus Paradise Falls. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen aufpassen. Aber die dummen Kinder wollten nicht auf mich hören. Wie wär's, wenn ich Sammy und den anderen helfe? Würdest du mir dann vertrauen? Würden sie das wirklich tun? Wenn sie sie zurückbringen, lasse ich sie vielleicht rein. Okay, wir sehen uns. Ja, ja, klar, was auch immer. Rettung aus dem Paradies. Kann man bestimmt auch so nochmal irgendwie aufnehmen, aber ich finde das einfach viel passender, wenn das jetzt einfach so zusammenhängt. Hier gemacht wird. Menü. Es ist halt sehr viel passender. So, dann will ich das Tageslicht mal noch ausnutzen und wir gehen mal. Moment, jetzt wird es mir angezeigt, ne? Paradise Falls, genau. Da sind wir ja auch noch mal rausgegangen. Aber, ja, White Tunnels, da. Wir gehen jetzt mal zum richtigen Eingang von Vault 87. Mein Strahlendingens habe ich nicht mit dabei, ne? Nein. Blöd. Jetzt hätte ich es gebrauchen können. Aber wir sehen es uns trotzdem mal an. Eventuell gleich mit einem kleinen Cheat. Ach, mit einem Magazin hinbekommen. Läuft. Ich hoffe, jetzt wo ich hier die Waffe wieder draußen habe, dass es eben rübergekommen ist. Warum ich plötzlich von Fallout 4 angefangen habe zu erzählen und von Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg und wo die auch immer hin sind. Weil für 32er Munition ist, glaube ich, das hier die effektivste Waffe, die man haben kann. Und theoretisch gibt es bestimmt da draußen irgendwo eine Mod, die eine 32er Waffe einfügt, die noch besser ist als die hier.
Weil die hier wird irgendwann wirklich nutzlos, wenn man nicht gerade auf kleinere Gegner trifft. Und das wird halt schwerer, je höher man kommt. Mit Huch, wer bist du denn? Naja. Je höher man levelt und dadurch auch höhere und schwierigere Gegner trifft. Und da wollte ich dann ja, wie gesagt, nur einmal kurz darauf aufmerksam machen, dass ich mir genau deswegen eben, oder dass ich mir deswegen keine Mod auch hole. Also das hier wird dann wahrscheinlich auch unsere effektivste Waffe für 32er Munition. Und ich werde die auch benutzen. Auch wenn es nicht so effektiv ist. Aber es macht mir halt Spaß. Ich mag Repetierwaffen. Auch wenn sie mich gerade ein bisschen Leben kosten. Mir egal. Oh, die Sonne nervt jetzt aber tatsächlich doch ein bisschen. Vor allem, weil da vorne gleich noch ein Gegner kommt, der genau in Richtung Sonne ist. Der Unterhebelrepetierer ist ja noch relativ stark. Oh, du siehst... Nee, du bist auch ein Biest. Das sind aber viele. 77 nur. Ja, mal gucken. Und noch einer? Genau. Man sieht schon, da ist alles relativ verstrahlt. Bewölkt. Und hier fängt es auch schon an. Moment, 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 Moment. Ja, und tot. So, aber allein fürs Let's Play will ich mir das ja mal angucken. Was war jetzt nochmal... Nee. Was war der God Mode? Geht das so? So sterben wir auch, ne? Zack. Ja. Ist noch an. Das könnte klappen. Oh Gott, wir sind aber sehr langsam. Toggle Freecam. Das heißt, wir stehen theoretisch noch da drüben. Und bewegen uns auch nicht. So, und hier wäre halt jetzt so viel radioaktive Strahlung, dass wir 500 oder 1000 plus bekommen würden. Und guck mal, was da vorne liegt. Nee. Da hat es jemand versucht. Oh. Right away. Nee, jetzt muss ich... Moment. Seht mir das gerade nach. Ich muss gerade mal kurz gucken, was der Gottbefehl ist. Ich will mir das nicht da vorne holen. Ich will nur gucken, was da vorne an Loot rumliegt. Ich will ja immerhin nur... ja, alles fürs Let's Play, ne?
Mensch, Godmode an sich kann man hier nicht eingeben. Okay, dann halt Console Commons. Ach, natürlich. Wenn man immer Toggle schreiben muss. Ja. Gut, hätte ich auch drauf kommen können. Toggle God Mode. TGM. Wie die sich das wohl vorgestellt haben, wie man hier hinkommt. Vorkriegsdingens. Vorkriegsdingens. Eine Pistole. Allround-Forscheranzug. Ah, wir haben ja gespeichert. Oh, ist eine Dame. Kein Zugang. So, was macht denn dieser Allround-Forscheranzug? Wissenschaft plus 5. Hm. Meine Fresse. Strahlt aber ganz schön. Hält aber jetzt auch nicht die Strahlung ab, ne? Ja, und da geht's halt nicht rein. Wie man sich das wohl vorstellt, wie man hier Vault 87 auch tatsächlich entdeckt. Ich meine, bei dieser hohen Strahlenbelastung. Das geht ja fast gar nicht. Okay, gut. Jetzt muss ich gucken, ob das auch wieder aus ist. Disabled. Okay, jetzt ist es aus. Gut, da gehen wir nicht weiter lang, ansonsten strahlt es uns noch die Hucke weg. Okay, und dann wollen wir mal, das kann jetzt weg. Ja, ich weiß nicht, wie wir es entdecken können, ohne dabei direkt drauf zu gehen. Aber okay. Everglow Campingplatz. Nein, machen, oder? Ich weiß halt nicht, wo uns hier noch Quests hinführen und wo nicht. Na gut. Okay, ja, gehen wir mal von Northwest Seneca ab nach Norden zu Paradise Falls. Und natürlich ist es wieder dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel ist. Jetzt scheint das Mondlicht ganz gut, ne? Zu sein. Ne, jetzt ist es wieder weg. Kommt schon ganz früh morgens, das heißt, es wird gleich Tag. Das heißt, wenn wir in Paradise Falls ankommen, sollte es hell sein. Hoffentlich. Ich repariere mal den Harry-Stutzen. Harry! Harry! Ich wollte gerade sagen, Harry, die Russen kommen, aber das war ja Vanna. Nee, Eggert. Eggert war's. Eggert, die Russen kommen. Was war denn nochmal mit Harry? Harry Hirsch, genau. Treff ich mich oder? Was war das gerade? Harry Hirsch. Ich bin ein Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Gut, wir wechseln mal wieder auf Schmugglers Ende. Wir laufen ja hier immer nur mit den gleichen Waffen rum, deshalb will ich auch mal die etwas schwächeren nutzen. Gerade für so Ödland-Viehzeugs reicht das ja anscheinend auch gut aus. Und Schmugglers Ende war tatsächlich bis jetzt besser als gedacht. Hat mehr Schaden gemacht als... Also manchmal habe ich das Gefühl, die Werte, die da stehen, stimmen nicht so ganz. Ich warte vielleicht doch nochmal, damit es etwas heller ist.
Scheiße, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich bin ein Friesenjunge. Und ich wohne hinterm Deich. Na nü, ein reisender Händler. Morgen. Crazy Wolf. Morgen. Einfach. Suchen Sie noch etwas Besonderes? Wie gut kannst du reparieren? Oh Gott. Ich durchstreife das Ödland auf der Suche nach dem besten Schrott, den hochwertigsten Trümmern und verwertbaren Abfällen. Alles hat einen Wert. Und mein Weg führt mich immer durch Canterbury Commons. Der Bürgermeister dort, Roe, hat immer Platz für einen schlauen Müllsammler wie mich. Okay. Crazy Wolf Gang hat genau das, was sie brauchen. Zumindest, wenn sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Das ist aber nicht gerade besonders viel, was du hast. Lassen wir das. Viel Glück da draußen. Vielleicht finden sie ja nächstes Mal was Interessantes für mich, hm? Ruhig bleiben, dann wird alles gut. Entdeckt Paradise Falls. Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht. Paradise Falls? Was ist das? Wollen Sie mich verarschen? Sie haben noch nie von Paradise Falls gehört? Kommen Sie direkt aus der Vault oder was? Yep. Da wohnen die Sklavenhändler. Wir verkaufen dort die Sklaven, die wir im Ödland aufgabeln. Und? Interesse am Kauf oder Verkauf? Wenn nicht, dann ciao. Sklaven? Also Menschen, das ist entsetzlich. Sklaven, was? Naja, jeder muss seinen Lebensunterhalt verdienen. Wir wollen ja rein, also müssen wir ja ein bisschen vortäuschen, ne? So sieht's aus. Und wenn man schon selbst nicht zäh genug ist, um zu überleben, kann man wenigstens denen helfen, die was drauf haben. Ich habe keine Zeit für Schwätzchen mit dem Helferlein. Lassen Sie mich durch. Warum kann ich nicht hinauf? Hier in Paradise Falls gibt es zwei Arten von Leuten. Sklaven und Sklavenhändler. Also verpiss dich, wenn du kein Sklave werden willst. Oder Sklavenkäufer? Brauchen Sie irgendwas? Ich helfe Ihnen. Was zum Teufel ist Ihr Problem? Lassen Sie mich rein. Na, wir versuchen es mal ohne den Sprachcheck. Mein Problem ist, dass es mein verdammter Job ist, alle Knallköpfe und Idioten daran zu hindern, Eulogy Jones und sein Unternehmen zu behelligen. Und ich bin mir nicht sicher, was genau Sie sind. Ich tippe auf Idiot, denn ein intelligenter Mensch hätte sich schon längst verpisst. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Sie nicht sofort alle machen soll. Bei Ihrem ganzen Gequassel habe ich Kopfschmerzen bekommen. Warum kann ich nicht einfach sagen, ich will einen Sklaven kaufen? Na los, lassen Sie mich schon rein. Wer ist Eulogy Jones? Machen Sie Witze? Sie platzen in das Geschäft eines Mannes und wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben? Er ist der Mann, der Paradise Falls leitet. Er ist der Boss hier. Jemand, mit dem man sich's besser nicht verscherzen sollte. Aber Eulogy verschwendet seine Zeit nicht mit Idioten. Also verpissen Sie sich, bevor ich Sie platt mache. Also wenn jeder potenzielle Käufer so begrüßt wird, dann glaube ich nicht, dass die Geschäfte gut laufen. Sie geben nicht auf, was? Sie können da eventuell was für mich tun. Wenn Sie gut sind, helfe ich Ihnen vielleicht nach Paradise reinzukommen. Glauben Sie, dass Sie das Zeug dazu haben, ein paar Sklaven zusammenzutreiben? Wollen Sie eine verdammte Inhaltsangabe? Sagen Sie, was ich tun soll. Sie wollen, so schwer kann es doch nicht sein. Ich kann auch Kriminelle oder so versklaven. Nicht unbedingt Unschuldige, oder? Sie glauben doch nicht wirklich, dass da draußen im Ödland irgendjemand unschuldig ist. Doch. Oder? Wenn Ihnen dieses Geschäft zu hart ist, sollten Sie gar nicht erst einsteigen. Kann ich davon ausgehen, dass Sie noch Interesse haben? Eulogy hat einen Spezialvertrag über ein paar VIPs. Ich habe zu viel zu tun, sonst würde ich selbst gehen. Also bringen Sie sie mir. Einverstanden? Ich werde es nicht machen. Was? Nach all dem Gerede darüber, dass Sie rein wollen, hauen Sie einfach ab? Warum haben Sie das nicht gleich getan? Gehen Sie, verpissen Sie sich! Oder soll ich Ihnen eine Kugel mit auf den Weg geben? Achso, doch, der Sprachcheck. Was zum Teufel wollen Sie hier? Sind Sie lebensmüde oder was? Ich hole die Sklaven. Ja, wie ich. Jetzt reicht's. Ich vergeude hier nur meine Zeit. Das ist aber blöd, ne? Feuer! Schade. Oh lol, die helfen mir sogar. Wie nett. Das Blöde, das läuft gerade so nicht. Das kann ich nicht machen.
Also schnell, der Check. Hier ist der Check ganz angenehm, der Sprachcheck, weil ich werde definitiv. Wir haben mindestens auch schon einen der Leute umgebracht, die wir hier eigentlich versklaven sollen. Stopp! In Paradise! Was ist das? Ja, Sklaven, also Menschen, das ist entsetzlich. Jeder muss sein Lebensunterhalt, weil ich habe keine Zeit für Schätzchen, lassen Sie mich durch. Moment. Warum kann ich nicht in der Fertigebene? Ich mache keinen Ärger, ich möchte mich nur umsehen. Ich habe keine Zeit für Schwätzchen mit dem Helferlein. Lassen Sie mich durch. Hier, ein bisschen Autorität, ne? Ja, okay, Klugscheißer. Sie werden schon sehen, wo Sie damit hinkommen. Jeder hat einen Preis. Was ist Ihrer? Vielleicht lässt sich was machen, aber billig wird's nicht sein. Wenn ich für Sie bürge und Sie vermasseln's, muss ich dran glauben. Ich denke, 500 Kronkorken sollten genügen. Einverstanden? Natürlich kein weiterer Sprachcheck, um ihn runterzuhandeln. Ja gut, hier sind 500 Kronkorken. Danke! Freut mich, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Paradise Falls. Eine gut gemeinte Warnung. Benehmen Sie sich nicht wie ein Esel. Sie werden keine zweite Chance bekommen. Glaube ich. Slaver. Sklavenhändler. Ja, Sammy. Oh Gott, Sie müssen uns helfen. Holen Sie uns hier raus. 40. Was gibt's da zu glotzen, hä? Glücklicher Zufall, er ist fast entkommen. Wie zum Teufel brachten Sie den Kopf dieses Kerls zum Explodieren? Da ist er selbst schuld. Der dumme Knallkopf hätte wissen müssen, dass das Halsband hochgeht. Jetzt muss jemand die ganze Sauerei wegputzen. Das Halsband. Okay. Ja. Und wir haben auch gerade Sammy getroffen. Ich glaube, hier würde dann auch die Quest beginnen, wenn man sie nicht in Little Lamplight kriegen würde. Keine Ahnung. Ich habe es immer so gemacht wie hier. Ich bin nie nach Paradise Falls gegangen, bevor ich in Little Lamplight war. Also von daher. So. Schließen. Ach, wie cool. Das kann man so runterlassen. Nett. War mal ein Shopping Center. Paradise Falls Shopping Center. Na gut, aber ich würde hier erstmal Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und nächstes Mal betreten wir ein Sklavenlager. Das größte anscheinend im Ödland, so wie es aussieht. Okay, bis dahin, danke fürs Zusehen. Ciao. I don't want to set the world on fire. I just want to start.